Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst und dem Knofenser, ne, Knofenser ist das nicht mehr, mit Paper im Sylph Scope, Sylph Company Hauptquartier, wo sich Team Rocket eingenistet hat. Da haben wir im letzten Part schon uns ein bisschen weiter vorgekämpft. Und heute wollten wir nachgucken, was mit ihr hier los ist. Ah, okay. Sie kämpft nicht gegen uns. Sie bittet um Hilfe. Alles klar. Und weiter geht's. Eine Sylph Company. Ah, bitte nicht. Zur Hilfe. Oh, du bist gar nicht von Team Rocket. Entschuldige, ich war überzeugt, dass... Verzeihst du mir, wenn ich dir eins zu unseren Produkte gebe? Du erhältst TM42 Finale. Du verstaust das Item in der TM. Pss. Ja, da wurde mir Finale angedreht. Schlüsselkarte. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hier hatten wir im letzten Part gedacht, dass wir in diesem Part weiterkommen. Tja, das sieht wohl nicht danach aus. Da müssen wir uns mal hier ein bisschen weiter durchkämpfen. Mal schauen, wo wir hier lang kommen. Mal auf diesen Teleport Strahl draufstellen. Okay. Sieht nicht sehr gut aus. Mit ihr reden. Können wir das? Oh, ihr und schluchzt. Ich hab Angst. Aha. Joa. Ein paar Items. Nein. Da will er mich schon herausfordern. Im Kampf. Willkommen im 9. Stock. Du hast es ganz schön weit gebracht. Naja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ob ich es weit gebracht habe oder ob es nur wieder irgendwie ein Rätsel gibt, womit ich wieder zurückkomme und nicht weiter zum Ziel komme. Ja, Satzformulierungsprobleme. Dann würde ich mal sagen, Flackerband auf Voltoball. Vielleicht nicht die klügste Idee, aber ja, gegen Team Rocket ist alles sehr effektiv. Die Pokémon sind nicht sonderlich schwer. Die lassen sich alle einigermaßen besiegen, vor allem wenn sie selbst zerstören mit ihren Attacken. Ja, Finale ist auch so eine Assi-Attacke, die sofort zerstört. Und wo du dich sofort selbst zerstörst und auch den anderen so ein bisschen mit Schaden angreifst. Sag mal, was ist hier los? Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr in der Kamera. Irgendwas ist hier gerade. Ich kann das Geräusch gar nicht identifizieren, aber irgendwer macht hier gerade tierisch Lärm. In den Nachbarräumen. Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß echt nicht. Das klingt fast so, als würde irgendjemand versuchen, irgendwas an der Wand, auf irgendwie die Wand aufzubohren oder irgendwas aufzukriegen oder irgendwas Wandarbeiten zu machen. Aber es ist 21.48 Uhr, es ist fast 22 Uhr. Klingt seltsam, naja. Muss ja auch mal sein. Sonnenbonbon. Im Bonbon da ist verstaut. So, Flammenwurf. Das können wir gebrauchen. So, mal schauen, welche von den Items wir so einsetzen können. TM-Box. Aufzugschlüssel. Ja, den brauchen wir nicht. Wir brauchen tatsächlich... Okay, wozu haben wir denn Aufzugschlüssel?
Wir brauchen eine Türkarte, das wäre sinnvoll. Der Aufzugschlüssel, der bringt hier relativ wenig. Wie steuere ich das denn hier? TM-Box-Steuerung ist gerade nicht sehr ersichtlich. Schaufler. Flammenwurf, das kann Relaxo und Glurak erlernen. Glurak? Kann er das schon, wenn nicht mehr zur höchste Zeit? Flammenwurf. Nein, das kann er auch noch nicht. Rauchwolke. Wollen wir mal Rauchwolke ersetzen. So, 1, 2 und schwupp. Glurak hat Rauchwolke vergessen und Flammenwurf erlernt. Nenn ich nochmal. Finale. Das kann nur Relaxo lernen. Naja, ist jetzt nicht wirklich das Genialste, aber den Gena können wir es eintauschen. Naja. Von mir aus. Kreuzschere sieht noch interessant aus. Das kann keiner. Mega-Sauger wäre was für Pieper. Zauberschein. Nein. Finsteraura. Nein. Schaufler hat Dicktriebe bereits erlernt. Ja, lass mal. Passt schon ganz gut. So, hier kommen wir nicht mehr weiter. Hier gab es nur die paar Items. Da schauen wir mal. Hier waren wir schon. Hier haben wir schon versucht, weiterzukommen. Oder nicht? Ach ja, hier. Bevor wir nicht irgendwelche Schlüsselkarten für die Sachen, für die Türen bekommen haben, bringt das hier relativ wenig. Vielleicht fragen wir mal die Forscher hier. Vielleicht kämpfen wir mal mit denen. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Schlüsselkarte. Und Schlüsselkarte kommt man hier, glaube ich, nicht lange weiter. Jetzt werde ich den Spielarena ein Ende bereiten. Ich wollte ein Ende setzen sagen, aber da stand ein Ende bereit. Forscher Ronald fordert dich heraus. Alles klar. Mit zwei Pokémon. Eins davon ist ein Schleimklotz. Ein Schleimer. Ja, ein Schleimer. Mal richtig. Glitzersturm, versuchen wir es doch mal. Ich erhoffe mir nicht viel davon, aber das ist ein Team Rockets Pokémon. Okay, ja, gut. Ist halt nur. Ich wollte gerade Schleimsturm sagen, aber Glitzersturm war es. Ich bin heute auch durcheinander. Wie immer also. So, schnell mal verbrannt. Evoli, halte durch. So. Das kriegen wir alle. Na komm, noch einmal Flachkerbrand. Mach's, Slimer alle. Und da war es nur noch eins. Ein Pokémon von dem verrückten Professor. Das kriegen wir auch noch erledigt. Weiterkämpfen. So, ein Slaymock. Alles klar. Versuche es mal mit Quälzone. Das Slaymock ein bisschen quälen, bevor es stirbt. Naja, das geht effektiver. Das sind, glaube ich, eh nicht so die effektivsten Attacken. Quälzone und Blitzersturm. Da ist die Feuerattacke Flackerbrand schon eindeutig besser. Ist man schon besser dran, wenn man die wählt, diese Attacke. So, Flackerbrand. Auf. Mach's alle. So, Slaymon wurde besiegt. Alles klar. Da haben wir einen verrückten Professor besiegt. Forscher Ronald. Meine Reserven sind erschöpft. Du gewinnst 2100 Pokémon der neuen Kiste direkt aus dem Kampf gegen Forscher Ronald hervor. Okay, hier gibt's nichts.
Nix und wieder nix. Dann mal weiter. Ja, hier gibt's nicht viel mit weiter. Hier ist der Weg versperrt. Und wir kommen nicht zum Boss. Ja, wo entlang? Das ist hier die Frage. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier sind die Türen versperrt. Ich habe das Gefühl, ich muss dahinter. Und da ist schon ein Team Rocket Trüppel. Ich bin eine der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Aber nicht irgendeine, sondern die älteste. Na dann. Werden wir mal die älteste der vier Rocket-Schwestern in einem Zug ausschalten. Eins nur mit die Karte. Das einzige Pokémon von der ältesten Schwester. Und da will ich nicht wissen, wie die jüngeren Schwestern sich anstellen. Wahrscheinlich nicht gerade viel besser. Ach ja, das Nomadikat, das haben wir gleich besiegt. Das ist gar keine Ursache. Das kriegen wir gebacken. Auch mit einem schlafenden Evoli. Kein Problem, das erledigt sich jetzt selbst. Von der Verbrennung her. Jo. Na komm. Halte durch, Evoli. Blackie, du schaffst das. Na komm. Blackie zwingt sich aufzuwachen. Snobbelikard. Greif das Snobbelikard an. Flach am Rand. Na komm. Systemkampf ein Ende. Mach es zu Ende. Jo, Snobbelikard besiegt. Und weiter kann es gehen. Die älteste der Team Rocket-Schwestern besiegt. Unglaublich, ich bin die älteste der vier Rocket-Schwestern. Dennoch hast du es geschafft, mich zu besiegen. Du gewinnst 924 Pokémon-Dollar, die siegreich aus dem Kampf gehen. Die älteste der vier Rocket-Schwestern hervor. Ja. Und weiter hier? Nee, wohl eher nicht. Eine Schlüsselkarte brauchen wir. Wo kriegen wir diese verdammte Schlüsselkarte? Hier geht's durch. Superbälle, keine Schlüsselkarte. Müssen wir erstmal gegen den kämpfen. Vielleicht kommen wir auf diesem Portalfeld weiter. Oder er gibt uns die Schlüsselkarte. Oder eins der Items dort hinten ist die Schlüsselkarte. Mal schauen. Oh, jetzt habe ich den Text überblättert. Tut mir sorry. Tut mir ganz doll leid. Drei Pokémon. Oh, ja, das muss der richtige Weg sein. Wenn der hier schon drei Pokémon aufbietet, um mir den Weg zu versperren. Oh, das sind sogar gar nicht mal so schwache Pokémon. Na, da sind wir schon auf dem richtigen Pfad. Das ist immer ein großes Anzeichen. Das ist schon ein Indiz dafür, dass wir auf dem Weg sind. Und ein bisschen mehr Widerstand geleistet wird, dann kann das schon mal keine Sackgasse sein. So, Blackie, halte durch. Halte noch ein bisschen durch. Noch ein klein wenig. Smog muss ich noch besiegen. Mit Flackerbrand hat noch weniger AP, aber das kriegen wir hin. Na komm, Smog. Ja, dieser Pokémon-Kampf ist ein bisschen zäh. Und Evoli besiegt. Jo. Ich versuch's mal mit Relaxo. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Ja. Relaxo ist ja quasi die Gemütlichkeit in Person, in Personifizierung. Ja. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Das könnte man den Rocket-Gegnern auch mal anbieten. Das könnte man sich mal als Möglichkeit vorstellen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Krieg-Bereich Level 32. Sehr schön. Das brauchen wir. Dass mal ein paar neue Levels für das Team kommen. Elektroball. Ich kämpfe trotzdem weiter als oder mit Relaxo. Ja, als Relaxo auch irgendwie. Ich bin auch so ein halber Relaxo.
so ein bisschen relaxen. Kopfbus, na komm. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht viel bringen, aber versuch's trotzdem. Ja, das bringt's. Das haut rein. Nochmal. Na komm, relaxo. Du hältst einiges aus. Haut drauf. Elektroball besiegt. Und da war es noch einer. So, dich kriegen wir erledigt. Schnürk Level 28. Sehr nice. Relaxo ist weiterhin vergiftet. Electek, der mit seinem Elektro-Pokémon. Ja gut, von mir aus. Das kriegt Relaxo auch noch hin. So, Kopfnuss. Komm, mach's platt. Lass dich von Donnerschlag nicht K.O. machen. Relaxo besiegt. Langsam gehen mir die Pokémon aus. Langsam gehen mir die Optionen aus. Schlock, wie wär's mit dir? Das ist vielleicht nicht die beste Option, aber versuchen es mal. Aquaknarre, na komm. Das muss doch was bringen. Oder andersrum. War das andersrum? Elektro gegen Wasser. Effektiv. Ja, Pribe muss gegen Elektro oder was. Ich kenne die Typen gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe das nur nie verstanden mit den Typen Vorteilen und so weiter. Ich habe einfach draufgehauen. Hat bisher super geklappt in den Pokémon-Spielen. Das Draufhau-Prinzip. Habe ich mir eigentlich noch nie wirklich angeguckt. Also die logischen Sachen, Feuer gegen Pflanze gegen Wasser, war es glaube ich. So die paar grundlegenden Sachen verstehe ich vielleicht, aber naja, dann war es das auch schon. Also wie Drache jetzt auf Fee wirkt und wie Elektro jetzt auf Blatt oder auf Wasser oder auf Boden oder normal wirkt, da fragst du mal wen anders. Ich wurde besiegt, bevor ich irgendwelche Schwachstellen entdecken konnte. Du gewinnst 2100 Pokémon und dann gehst du direkt aus dem Kampf gegen sehr starken, verrückten Pokémon-Professor hervor. 3 Superbälle. Okay, das ist noch keine Türkarte. Aber das... 3 Pokébälle. Nein, 3 Pokébälle sind auch keine Türschlüsselkarte. Aber vielleicht kommen wir hier durch weiter. Vielleicht ist das ein Portal in die richtige Richtung. Könnte sein. Viele Gemälde. Hier geht's lang. Ah, Pokéball Nuggets. Okay. Riskant. Der Rüpel will ich nicht vorbeilassen. Mein Team ist schon sehr geschwächt. Hübsches Bild. Waren wir hier bei dir schon mal? Nein, scheinbar noch nicht. Das heißt, wir sind hier richtig. Aha, gerade eben wurde mir noch gemeldet, dass ein Kind hier herumstreunern soll. Und jetzt siehst du es vor deinen Augen und kämpfst gegen es. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Ja, mein Team ist schon ziemlich geschwächt, aber für einen Team Rocket Rüpel... da habe ich mich gerade verschluckt. Für einen Team Rocket Rüpel wird es noch reichen. Sorry. Ein Rasierblatt. Na komm. Das Rattern. Das kriegen wir noch besiegt. Übrigens, Fun Fact, falls ich das noch nie erwähnt haben sollte und falls das noch nicht bekannt sein sollte, lest euch mal durch, was Rattern rückwärts heißt. Also wenn ihr den Namen Rattern rückwärts liest, was dabei herauskommt. Ich muss es jetzt nicht vorlesen, aber ja, ist lustig eigentlich, ist ein lustiger Fun Fact, weiß man eigentlich schon, aber ich wollte es nur hier mal anmerken. Die Weiterentwicklung Arbok, rückwärts gelesen, macht auch Sinn. Da wollte ich nur mal anmerken, für die Leute, die es noch nicht gewusst haben, ein lustiger Fun Fact. Nyagurak. Halte durch. Das eine Pokémon noch. Das Traumato. Nein, das Hypno. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Daran wird es doch wohl nicht scheitern.
Ein Team Rocket-Kampf. Auweia. Na komm, halt durch. Will jetzt hier nicht scheitern. Habe ich bestimmt noch ein paar Leber in der Tasche, oder? Die wir nach dem Kampf einsetzen können. Na komm. Halt durch, Kurak. Sei stark. Ich weiß, du bist untertrainiert, aber... Komm schon. Ein Drachenwut. Hypno besiegt. Nice. Die Morgen drüber besiegt. Noch nicer. So. Schluss aus. Du gewinnst 924 Pokémon deiner. Kampf gegen dem Team Rocket Rübel hervor. Atlas. Ach du Schande. Ich wollte gerade mein Team ein bisschen heilen, aber da sind wir schon in den nächsten Kampf reingerannt. Aber hier sind wir richtig. Hier haben wir schon den Atlas. Den Vorstandsmitglied, den schon ein etwas stärkerer Gegner. Du bist doch. Atlas. Kennst du dieses Mädchen? Oh. Mein Freund Mordi. Mein Rivale. Hey, Zwangfee, kennst du diesen Typen? Dieses Kind hat es sich in den Kopf gesetzt, uns das Leben schwer zu machen. Und bedauerlicherweise ist sie dazu auch noch ein exzellenter Trainer. Ach, verstehst du? Der Typ ist sauer auf dich und will deshalb jetzt uns beiden das Leben schwer machen. Wie kindisch. So eine Unverschämtheit. Du wagst es ab, das kindisch zu nennen. Da rüttelt aber jemand gewaltig am Ohrfeigenbaum. Kein Grund, sich so zu ergreifen. Ich weiß genau, wie mit solch einem Gesindel umzugehen ist. In einem Kampf. Dürfte ich vielleicht noch mal kurz vor diesem Kampf, mein Team heilen oder so? Hilfe? Ich habe nicht mal gespeichert. Ich will nicht jetzt hier... Ach, verdammt. Ja, Mordi hilft mir hier ein bisschen. Hilfe? Beleber, Top-Beleber. Tränke, Supertränke habe ich hier zu Genüge. Ich versuche mal, mein Team irgendwie zu heilen. Kurak als erstes. Auwei. Vielleicht kann Mordi ja mit seinen Pokémon, dass die Attacken irgendwie ein bisschen auffangen. Wei. Kurak wurde heftig angegriffen. Hüha, Evoli vielleicht heilen. Ich glaube, hier braucht es einen Top-Beleber. Das werde ich bitter bereuen, weil den werde ich später wieder brauchen. Aber ja gut, verschwenden wir den mal. Den Top-Beleber. Blackie, die hast du. In der Hoffnung, dass wir vor der Top 4 noch einen kriegen. Oder mehrere. Dass wir irgendwo welche finden. Ja, das war jetzt dann nötig, weil sonst wäre ich jetzt hier schon... Hätte ich schon verkackt. So, Evoli kriegt es hoffentlich ein wenig... gerade gerichtet. Evoli, mein letztes Teammitglied. Mein stärkstes, aber auch mein letztes. So. Ja, wen will ich wohl einsetzen? Gibt's ja keine Auswahl. So, Evoli, Blackie, kämpfe! Flackerband, ja, solange es noch geht. Ich würde aber sagen, auf Elektroball. Tragosso, setz doch jetzt mal was ein. Der steht die ganze Zeit nur rum und tut nichts. Na komm, Finale. Was? Puh, Elektroball besiegt. Mir hat es nicht so großen Schaden angerichtet. Alles klar. Flackerband jetzt auf das andere. Alles klar. So muss das. Hat ordentlich was gemacht. Verbrennung. Jetzt werde ich vergiftet. Oha, nicht so gut. Na komm. Sehr gut. Das Knocker hat es zu Ende gebracht. Zwei haben wir schon. Zwei Pokémon des Gegnerteams haben wir schon ausgeschaltet. Level 39 von Becky. Sehr hervorragend. Durch Gift verletzt. Ja.
Giftpucken und einem Thermokokratz kommen nun mal vor. Kann mal sein. Kann mal vorkommen. Geist und Giftpokémon und Radikal. Drei haben wir noch zu besiegen. Smogmog. Angriff auf Smogmog. Verzeihung. Klingt schlimmer als es ist. Frosch im Hals. Da kam ich gerade nicht zurecht. Kleines Problemchen während der Aufnahme. Legt sich hoffentlich gleich schnell wieder. Ich müsste mal was trinken. Na, was ist los? Klackermann. Bringt nicht sehr viel. Verzeihung. Ich schieb's mal auf die Hitze. Seit Tagen wahnsinnig viel. Wahnsinniges Wetter. Spitzt mich auch hier zu Tode. Zum Glück ist es jetzt abends schon ein bisschen kälter geworden. Oh, Flakmat kann ich nicht mehr einsetzen. Risikodecke, ich versuch's mal mit Risikodecke. Auf Radikal. Tropische Temperaturen in Deutschland. Ja. Habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken. Ich werde mich gleich hydrieren nach Ende dieser Aufnahme. Ist gleich nach dem Kampf vorbei. Ja. Keine Sorge. Ich werde wieder. Ich kann mittlerweile wieder reden. Mal nur warten. Trocken im Hals vielleicht. Ja. Ich werde mich gleich drum kümmern. Zwei Pokémon noch im gegnerischen Team. Das kriegen wir noch gebacken. Na komm. Smogmog erledigt. Da war es nur noch eins, wenn ich richtig sehe. So, Blick gerne den Schaden durch Rückstoß. Das ist nicht sehr gut. Da müssen wir uns drum kümmern. Ein Gift tut auch noch ein bisschen was zur Sache. So, letztes Pokémon, ein Golbat. Das kriegen wir doch noch gebacken. So, noch ein bisschen Heilungs-Item. Kleines Heilungs-Item für Blacky einsetzen. So. Und weiter geht's. Blacky. Kämpfe weiter. Ah, Reichung hat schon ordentlich was getan. Sehr gut. Das ist gut gekämpft, Reichung. Da wurde es besiegt. Von einem Golbat. Naja. Oh, ein Taubos. Mein Gegner hat ein gutes Team. Muss ich mal darauf achten, mein Team mal ein bisschen trainieren, weil es wird die Zeit kommen, da ich wieder gegen meinen Rivalen Modev kämpfen muss. Ja, das kann mal passieren. So, Atlas besiegt und den Rücktriebe, der dazu gehört. Wie konnte das schon wieder passieren? Was? Du gewinnst 4652 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Vorstandsmitglied Atlas und Team Rocket Rübelin hervor. Jau! Haben wir das? Haben wir den Kampf bewältigt? Damit steht fest, dass dein letzter Sieg gegen mich nicht durch Glück zustande kam. Ich habe dich unterschätzt, aber auch viel lernt man. Ich werde mich in Zukunft auch euch beiden Nacht nehmen. Vor euch beiden Nacht nehmen. Aus dem Weg! Autsch! Da haben sie sich durchgedrängelt. Oh, schau mal, sie hat was verloren. Du erhältst eine Schlüsselkarte von Mordi. Na, das ist doch mega. So können wir doch hier weiterkommen, so kommen wir doch voran. Da können wir jetzt durch die ganzen Türen durch. Alles klar. Haben wir das Rätsel um die Schlüsselkarte auch bestanden. Da wollen wir nicht rein. Da gibt es nicht viel außer ein Item. Ja. Schauen wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht.
Daumen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr auf meiner Kanal seid. Und ja, nicht den nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwerg und was verpassen wollt. Da schaue ich mal, wie ich hier durch die ganzen neuen Möglichkeiten weiter nach oben komme zum Boss. Und dann haben wir wahrscheinlich im nächsten Part, womöglich, im nächsten Part schon den Bosskampf vor uns. Ja. Schauen wir mal. Nächster Part nochmal in dem Gebäude hier in der Sylph Company. Ja. Schauen wir mal. Da schauen wir mal rein gleich im nächsten Part. Bingo. Schlüsselkarte an die Tür geöffnet. Ja. Hier jetzt gleich weiter im nächsten Part. Sieht auch sehr vielversprechend aus mit dem Warpfeld. Haut da rein. Bis dahin. Ciao, ciao.